Dann ein weiteres Original in Böblingen, der Kutschermeier. Ja, nur was heißt es, die schwäbische Sprache nicht kennen. Die wissen natürlich nicht, was das ist, der Kutschermeier. Das war in meiner Kindheit noch so. Wenn jemand in der Stadt gestorben ist, dann wurde er ja vom Haus aus bestattet. Also die Aussegnung hat im Haus stattgefunden. Dann kam der alte Kutschermeier mit seinem schönen Pferdegespann, schwarzen Wagen, und da wurde dann der Sarg eingeladen. Ich sehe also das Bild noch vor mir, wo er in der Helfergasse in Böblingen, also seinerzeit im ältesten Haus der Stadt, vorgefahren ist mit seinem Gespann, hochpoliert und hergerichtet, mit seinem Dreispitz auf dem Kopf. Dann wurde der Sarg aus dem Haus getragen. Der Pfarrer hat seinen Segen gesprochen und der Kutschermeier hat sein Gespann in Bewegung gebracht, den weiten Weg über den Marktplatz bis hinaus in den Herdweg. Das war also die Zeit des Kutschermeier. Natürlich ist die moderne Zeit an ihm nicht vorbeigegangen. Nicht an ihm selbst, sondern an seiner Firma, wie man so sagen will. Es ist nach diesem Pferdegespann-Fahrzeug die Motorisierung gekommen, die natürlich in Böblingen-Sindelfingen ein besonderes Gewicht hatte. Es war aus dem Kutschermeier eine Autovermietung geworden. Die erste Autovermietung in der Stadt Böblingen hat natürlich dann sein Sohn gemacht. Auch darüber gibt es Bilder. Und hier in der Nachbarschaft war ja sein Zuhause. Original der Stadt Böblingen.